So, herzlich willkommen zu dieser Bauchhof-Sendung, die zweite. Wir haben gerade in einer Viertelstunde Aufnahme gemerkt, dass es gar keine Aufnahme ist und das Handy überhaupt gar nicht aufnimmt. Macht nichts. Ich habe das Cat Pack wieder dabei. Ja, die sind immer dabei. Ja, und das ist, was ich jetzt hier gerade mache. Ich mache die Terrasse schön, wie man sehen kann. Also sieht man natürlich wieder erstmal nichts von. Erstmal sieht es wieder ganz schlimm aus. Aber sie war halt eh schon kaputt. Und hier auf dem Bereich war eh schon alle Fliesen weg und da alles kaputt. Und ja, ich mache das jetzt quasi mit Beton neu. Aber halt eben nicht mit tristgrauem Beton, sondern mit Betondekor. So nennt sich das. Und der Beton ist eigentlich nur die Modelliermasse. Und normalerweise gießt man das dann in Beton aus und dann macht man da ein Farbpulver drauf, womit man das einfärben kann, in welcher Farbe auch immer. Und dann macht man so ein Trennmittel da drauf und dann nutzt man so Stencils, die man da drauf legt und reinklopft. Ja, und dann hat man eine bestimmte Fugenform. Und ich möchte das aber, also zum einen habe ich keine solchen Stencils, aber ich brauche sie auch nicht, weil ich bin ja Künstler und ich muss nicht immer andere Leute Zeug benutzen, sondern kann selber machen. Und werde das quasi alles in Handarbeit einfach machen, Stück für Stück, immer wieder ein bisschen weiter, Beton rein und dann halt Fugen selber reinziehen, damit das, dann habe ich, was ich dadurch einfach geiler finde, halt eben kein vorgegebenes Muster, nichts Wiederholendes ständig, sondern ich kann da halt mit rumspielen, kann das dynamisch halten, kann da noch Mosaike reinbauen, ich möchte da so ein bisschen mit ich habe da mal bei der Milo viel gelernt und ja, das werde ich hier mit reinfließen lassen. Ich habe mich schon schlau gemacht, wie man hier, wie ich entweder hier dann so oder, na, das werde ich mir noch aussuchen, wo. Da wäre eigentlich schön. Ja, da wo die Katzen gerade, da, in der Mitte vom Cat Pack. Da, wo die Dori jetzt sitzt. Also sie hier, da. So eine Blume des Lebens. Ich habe schon geguckt, wie ich mir so einen Zirkel machen kann, damit ich das in den frisch gegossenen Beton dann halt so rein gravieren kann. So wie ich halt eben die ganzen Fugen dann auch da rein graviere. Aber da werde ich ein anderes Werkzeug für benutzen. Zeige ich dann noch alles. Was ich jetzt eigentlich gerade mal zeigen wollte und das auch eigentlich schon getan habe, ohne dass die Kamera aufgenommen hat, ist, es gibt hier so ein paar faszinierende Sachen, die ich irgendwie, also zum einen haben sich hier unter den Fliesen mitunter ganze Biotope entwickelt mit Leben drin. Ich mache hier leider gerade Lebensraum kaputt. Aber ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel. Ich versuche das, ne, wenn ich irgendwie merke, oh, hier sind wirklich Leute, dann versuche ich hier umzusiedeln. Oder die, da saßen unter zwei Fliesen fünf Spinnen. Also keine großen, aber so. Also mit Beinen so. Ne? Ja, und die habe ich ja, ich habe schon mal Entschuldigung gebeten. Ich habe die Hecke die Tage geschnitten, wollte da nicht da reinziehen oder euch ein anderes Loch suchen. Aber nicht, am besten nicht auf der Terrasse, weil da bin ich noch nicht fertig. So, ja, und dann haben die noch fünf Minuten da gesessen, haben mir beim Hämmern zugeguckt und haben sich dann eine nach der anderen verkrümelt. Das war total lustig. So, und dann gibt es hier einen Unterschied zwischen Fliesen. Kann man, ich habe hier eben schon was rumexperimentiert und was gezeigt. Hier.
Hört ihr den Unterschied? Die hier, die ist sehr fest. Da werde ich sehr viel drauf rumkloppen dürfen, bis die weg ist. Ach, das habe ich alles eben schon mal erklärt. Also ne, die hier, die werde ich quasi, wahrscheinlich brauche ich ja nicht mal den Meißel für. Zumindest wenn ich die erste hier aus der Spannung gelöst habe, dann kann ich die einfach mit den Händen quasi rausnehmen. So low, also die sind gar nicht mehr fest. Andere haben sich dafür wohl vorgenommen, für die anderen mitzuhalten. So, und jetzt ist, ich habe das eben erklärt, ihr wisst ja, dass ich gerne Let's Plays gucke und auch selber Computerspiele spiele. Und halt vor allen Dingen sehr gerne so Survival Games, wo man halt, ich kann mir kurz mal in die Kamera gucken, auch nochmal hier, um es zu erklären. Jetzt sehe ich mich nicht, ne? Macht nichts. Ich habe keine Ahnung, ich bin dreckig. Ich arbeite hier. Ich habe so eine Angewohnheit, es ist fast so wie ein Tick irgendwie, weil ich das mittlerweile fast gar nicht mehr nicht kann. Aber ich habe da irgendwann mal sehr bewusst mit angefangen, mitzuzählen, wie viele Schläge auf einen Baum zum Beispiel es braucht, mit einem bestimmten Werkzeug, bei einem bestimmten Skill-Level, um einen Baum zu fällen. Ne? Ist manchmal ganz gut, wenn man sowas weiß. Vor allen Dingen, wenn jeder Schlag Kraft kostet, die man einteilen muss, auch im Spiel. Und weil ich halt nun mal so gewohnt bin, in den Spielen das zu machen, und das hier für mich ja auch nichts anderes ist, reite ich hier immer drauf rum, ne? Mache ich das hier auch. So, dann gibt es Fliesen, wie gesagt, da brauche ich keinen Schlag. Die sind einfach in einer Sekunde weggehoben. Und dann gibt es andere Fliesen, und da habe ich bis 638 mitgezählt, bis die quasi, so, und jetzt zeige ich wieder, dann eben so aussahen. Also ihr seht hier, ne, hier gibt es diese dicken, fast kompletten Fliesen. Und hier gibt es so zwischendurch immer wieder diese Stellen, wo da ist eine, hier ist eine, da war ich, habe viel gesessen, da unter der Fliese ist eine. Hier sieht man noch viel davon, von diesen ganz kleinen Bruchstücken. Und hier kann ich mit Meißel gar nichts machen. Ich merke, dass wenn ich mit Meißel arbeite, ich nicht unter die Fliese komme, sondern die so fest mit dem Estrich verbunden, verklebt ist, dass ich nicht dazwischen komme und die Fliese einfach nur nach oben hingehend schräg abschlage, wodurch ich halt eben kein Grip mehr bekomme. Und dann nehme ich mir den Fäustel, habe ich auch eben erklärt, den habe ich letzte Woche erst gefunden. Ich sage seit 4 Monaten, ich brauche ein Werkzeug, ich brauche einen Meißel, ich brauche einen Fäustel. Und dann liegt da hinten einer, der hier. Hier liegt zwischendurch immer wieder noch irgendwas auf dem Grundstück rum, was ich noch überhaupt gar nicht gesehen habe. Und das ist mir halt eben, als ich das, habe ich da hinten ein Feuer gemacht und auf einmal liegt da dieser Hammer. Ja. Jetzt habe ich Hammer und Meißel und kann hier endlich diesen Quatsch machen. Das will ich halt nach möglich, weil ich will das, ne, jetzt kommt die Regenzeit. Und dann kommt der Frühling und dann will ich das hier machen und dann noch so ein paar andere Sachen, die hier auch mit zu tun haben. Und bis dahin habe ich am liebsten halt mich vorbereitet haben, was ich habe, ne? Was ich machen konnte, will ich dann getan haben. Ja. Und jetzt habe ich hier heute viel Spaß mit dem Boden gehabt. So, warum habe ich das erzählt mit dem Mitzählen? Also hier habe ich eben nach 38 Schlägen aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass dieser verkackte Kamera nicht mit aufgenommen hat. Jetzt fange ich allen Ernstes an zu fluchen. Ich habe eben noch die ganze Zeit da gesessen, meditativ den Blödsinn da weggemacht und noch beobachtet, wie sehr ich, egal wie schwierig was ist, aber wie ruhig ich dann immer da sitze und es dann halt mache, weil es macht es ja nicht besser, wenn ich mich aufrege, ne? Und jetzt fange ich an zu fluchen wie ein Kesselflicker hier, wegen dieser blöden Kamera, ja.
Ja, manches kann einen dann doch aus dem Konzept bringen. Ja, also ne, 638 Schläge und ich wollte es einfach mal zeigen. Also es waren jetzt 38, 39, 40. Ja, und das Ding ist grob zum Zehntel weg. Also so im Sekundentakt ein Schlag kann man sich dann ungefähr ausrechnen, wie lange ich brauche. Ich bin nicht so gut in Mathe. Könnt ihr selber machen. 638. Und dann war die Fliese weg und sah so aus. Genau genommen sah die irgendwie da hinten irgendwie so aus, weil das war hier, wo ich das mitgezählt habe. Die anderen sind, ja, waren nicht viel weniger. ...550 Minimum. Also so lange schlage ich dann auf einer Fliese rum, bis sie weg ist. Und das Lustige ist, das sieht halt eben auch aus wie in Computerspielen, wie Seven Days to Die oder Minecraft, wo man halt eben mehrere Schläge braucht, um einen Klotz abzuhauen. Ne? Und ich habe jetzt einfach nicht mehr, ich habe lange nicht mehr Minecraft gespielt. Ich weiß noch, dass man, ne, für manche Sachen mit dem richtigen Werkzeug einfach nur einen Schlag braucht. Aber ich weiß, dass man, wie war das? Das erste Mal, wo ich Obsidian abgebaut habe, weiß gar nicht mehr womit. Aber habe ich da irgendwie, kann das sein, dass ich da 20 Schläge gebraucht habe oder so? War auf jeden Fall genug. Ja, und hier sind, ne, und dann reißen die ja auch grafisch immer mehr ein, bis sie kaputt sind, ne? Ja. Und das passiert hier quasi genauso. Genauso zerbröselt der Stein dann auch. Ich sehe, wie jedes Mal, und man hört das auch, man hört, wie die Spannung da drin steigt, wie der Stein mit jedem Schlag dann mehr anfängt zu knacken, bis sich was löst. Warum mache ich da ein Video drüber? Weil das für mich verdammt großes Kino gerade ist. Ich bin hier seit 2 Tagen mit beschäftigt. Wäre scheiße, wenn mir das langweilig wäre, oder? Und selbst die Katzen hängen hier die ganze Zeit rum. Also so kacke kann es nicht sein. Ich mache hier einen doch ziemlichen Krach. Stört die nicht. Ich schmeiß die Fliesen dahin und die gehen gucken, was denn da gerade kaputt gegangen ist. Dass ich schon 3-mal rufen musste, Katze weg da. Ja. Die sind so süß. Ja, ich wollte das einfach mal unterhalten, zeigen, war jetzt nicht so groß, aber da vielleicht kommen, ja doch, Gamer können sich auf jeden Fall hier noch was rausholen aus dem Video. Ich wäre froh, wenn jemand das gemacht hätte und ich hätte das gesehen. Ich hätte das dann wahrscheinlich sogar geteilt und geliked. Ne? Aber das bin ja nur ich. Ich wünsche euch den Frieden, ihr wisst wie, und lasst euch gut gehen. Und ich verabschiede mich mit einem weiteren Blick auf dieses wunderschöne Chaos hier. Oh, das wird übrigens, ne, das wird, kann ich schon vorab sagen, das wird abtransportiert mit Schubkarrenweise 50 Meter weiter. Da will ich ein Hochbeet hinbauen und das soll quasi die Grundlage dafür werden. Ich glaube, das wird ein verdammt großes Hochbeet, aber ich habe da halt eben einen Abhang, wo ich tatsächlich auch eins machen kann, was groß ist. Aber wahrscheinlich, das Ding ist, ne, wenn ich den ganzen Quatsch dahin transportiert habe, dann muss ich dann, und das ist ein bisschen weiter, von da hinten eine Mauer abbauen und da halt die Steine für die Mauer für das Hochbeet herholen. Vielleicht mache ich doch aus Holz und gehe noch ein paar Paletten holen. Ja, aber schöner und besser ist das mit den Steinen. Ne? Und die Mauer macht da hinten eh nicht viel Sinn. Ja, ist mehr Arbeit, aber es ist schöner. Und ich bin das IHA. Interessiert mich nicht, was mehr Arbeit ist. Ich mach lieber so, wie es schöner ist. Macht einfach mehr Spaß. Ne?
In dem Sinn, habt einen schönen Abend. Ach, jetzt können, wenn ich jetzt noch... Hier, guck mal, die Lichter gehen schon an. Aber die bunten noch nicht. Wenn ich jetzt noch 5 Minuten weiter quatsche, haben wir Glück vielleicht. Die geht schon an. Oh, und hier grünt alles immer weiter. Und wächst vor sich hin. Der Hügel da hinten wird auch immer grüner jetzt. Weil ich da die ganze Zeit Zeug hinbringe. Und Wunderblumen gesät habe jetzt auch. Mal gucken, ob die auch kommen. Die habe ich schon nicht so lange. Ja, und hier habe ich ein Feuer gemacht. Mit ja, und Holz verbrannt, was ich drinnen nicht haben wollte und verbrennen, weil da Termiten drin waren. Und hier ist halt dieser Hang, ne? Da könnte ich super cool ein nices Hochbeet hinbauen, genau. Zwei Hochbetten auf dem Hochbeet drauf, oben mit Sonnensegel und Aquarium. Ah ne, Solarium war das, ne? Ja. Ja, aber hier ein Mäuerchen hin und dann die Dinger da rein. Erde drauf. Pflanzen. Ich weiß das noch nicht. Aber ich weiß ansonsten auch noch nicht so ganz, wo ich mit dem ganzen Terrakotta-Krempel hin soll. Irgendwas wird sich da noch zeigen. Bin ja auch noch nicht so weit. Ne? Ich muss erst mal alles losklopfen und dann ist es antransportieren. Und bis dahin werde ich was wissen. Ich werde es euch wissen lassen. Ich habe mir vorgenommen, mal wieder ein bisschen aktiver auf YouTube zu werden. Und in dem Sinne habe ich das da gerade mal angemacht. So, die Lampen lassen uns hängen. Egal, macht nichts. Bis bald.